Der grausamste Monat ist der April. Er ist aber auch der lächerlichste, der lieblichste. Nicht anders, also wie üblich, war es im Kriegsjahr 1942. Noch ließ das große Tauwetter, das mit dem finsteren, eisigen Winter aufräumen sollte, auf sich warten. Doch immer mal wieder sprang plötzlich ein Wind auf, raffte die Wolken hinweg, machte den Himmel für die Sonne frei, die den erstarrten Frontabschnitt von Staraja Russa kurz und intensiv ausleuchtete. Er ließ einen Hauch von brandiger Wärme aufkommen, einen Hauch von Hoffnung oder auch bloß das unklare Gefühl eines Neuanfangs, bis gleich wieder ein schwerer Schauer ins öde Land fuhr und alles alt und grau aussehen ließ. Der deutsche Vormarsch war ins Stocken geraten, die Front aufgerissen und ausgefranst. In den dreckigen Schneewehen stand da und dort ein ausgeglühter Panzer der Wehrmacht, ein brandgeschwärzter Apfelbaum, und weit verstreut im sanften Gelände lagen Kriegstrümmer aller Art. Niedergebrannte Bauernhütten, überfrorene Pferdekadaver, zerstörte Fuhrwerke, geknickte Telegrafenmasten. Die Geisterlandschaft schien menschenleer zu sein. Aber beiderseits der aufgerissenen Front, die sich unsichtbar entlang des Flüsschens Wolodsch erstreckte, gab es getarnte Artilleriestellungen und Beobachtungsposten. In den umliegenden Wäldern und weiter im Hinterland überwinterten, außer Sichtweite, aber leicht zu orten waren. Aber beiderseits der aufgerissenen Front, die sich unsichtbar entlang des Flüsschens Wolodsch erstreckte, gab es getarnte Artilleriestellungen und Beobachtungsposten. In den umliegenden Wäldern und weiter im Hinterland überwinterten, außer Sichtweite, aber leicht zu orten, wegen der hin und wieder aufsteigenden Rauchfahnen, die gegnerischen Truppen. Sobald der Frühling da sein würde, mit seinen verlängerten Tagen, der klareren Sicht, den zurückgekehrten Vögeln und ihrem Geplauder, sobald die Transportwege vom Eis befreit, die Brücken repariert sein würden, sollte das Ostheer, das seit kurzem unter dem persönlichen Kommando des Reichsführers stand, erneut seinen Kampf gegen die Sowjetarmee aufnehmen, sollte laut Oberbefehl jeden Fußbreit eroberten Bodens in fanatischem Widerstand verteidigen. Die Deutschen waren in dieser Phase des Kriegs in der Defensive und mussten nun, nachdem sie auf dem Durchmarsch durch Polen und die weißrussische Sowjetrepublik ein Viertel ihrer Kampftruppen verloren, dabei aber 3,5 Millionen Gefangene gemacht hatten, zur Gegenoffensive antreten. Antreten zur Gegenoffensive auf weithin verbrannter Erde. Die Erwartung des krachenden Tauwetters, das in jener Landesgegend gewöhnlich zwischen Mitte und Ende April dem Winter ein ebenso plötzliches wie spektakuläres Ende bereitet, verband sich für die auf 5 Mann eingeschmolzene Rotte des Unterleutnants Wilor Alexandrow mit der Gewissheit, dass mit dem Witterungswechsel und dem Eintritt des Frühlings sofort auch neue Angriffe von deutscher Seite zu erwarten sein würden. Die Wehrmacht war im Verlauf des Winters an der Ostfront mit modernstem Gerät massiv aufgerüstet worden. Die Sowjetarmee konnte demgegenüber lediglich den T-34, ein Panzer mittlerer Größe, neu in Dienst nehmen, hatte aber naturgemäß den Vorteil, im eigenen Land zu kämpfen, von der eigenen Bevölkerung unterstützt zu werden und über beliebig viel Truppennachschub verfügen zu können. Die menschlichen Ressourcen der Russen mochten unerschöpflich sein, doch der Nachschub an die Front erfolgte schleppend und die frisch eingezogenen, meist von der Schulbank oder aus mittleren Lehranstalten rekrutierten Soldaten hatten bloß eine kurze, wenn auch äußerst strenge, ja brutale militärische Einschulung hinter sich, brachten aber, versteht sich, keinerlei Kampferfahrung mit.